Fallende Blätter ist Aki Kaurismäki in Reinform. Filmgewordener Herbst, ein Werk wie eine sehr warme, weiche Decke in einer sehr kalten Novembernacht, wenn die Heizung ausgefallen ist. Zu sagen, dass Kaurismäki hier rein handwerklich wenig Neues ausprobiert, wäre eine latente Untertreibung, aber mei, wie ist er gut darin. Diese Stillleben von menschlichen Körpern und Gesichtern, in denen jede kleinste Handbewegung, jede Mikroexpression plötzlich riesengroß wirkt und Welten erzählt. Die unglaublich attraktive Stoik, gepaart mit tiefer Einsamkeit in fast all seinen Figuren, die wissen, dass sie weder der unerträglichen Leichtigkeit des Seins noch den Horrormeldungen vom Ukraine-Krieg im Radio irgendetwas entgegenzusetzen haben, aber vor dem unvermeidlichen Untergang noch zumindest eine Weile Gemeinsamkeit erleben mögen. Diese unglaublich schönen Filmbilder, in denen einfache Menschen wie die größten Filmstars der Welt eingefangen werden. Diese verdammt mühelose Inszenierung, die so viel Komik und Tragik gleichzeitig vereint, dass mir fast durchgehend zum Kichern und zum Heulen ist. Die wunderbaren Alma Pözzi und Jussi Vartanen, die mehr in Kaurismäkis Welt zu leben als irgendwas zu spielen scheinen und deren Liebesgeschichte ohne große Dialogschlachten und Gefühlsausbrüche auskommt, aber vielleicht gerade deswegen umso mehr berührt. Diese Melancholie, die wie ein sanfter Schleier über allem hängt und Leute wie mich, die dafür anfällig sind, durchgehend mitnimmt und nach sehr schnell vergehenden 81 Minuten noch lange nicht loslässt. Kaurismäki macht mit Fallende Blätter das, was er am besten kann, und ich bin erneut großer Fan.